Ja, damit auch willkommen zu Project Cars. Ja, und damit auch nochmal recht herzlich willkommen zu Project Cars. Mein Name ist Senui. Und ich werde hier mal so ein bisschen was von Project Cars zeigen. Wir werden eine Karriere starten. Alles werde ich vielleicht nie zeigen. Ich kann euch mal ein bisschen was zeigen. Und zwar, ich habe jetzt vielleicht, hier sieht man schon, 13 Minuten oder so gespielt. Na gut, oder vielleicht eine halbe Stunde war es vielleicht gewesen. Im Einzelspielermodus, also ich habe noch keine Karriere gestartet, sieht man hier auch links. Also ich gehe mal hier wieder raus. Und zwar kann ich mal hier, also ich spiele es auf der PS4. Und hier kann man mal ein bisschen was zu zeigen, was man hier alles einstecken kann an Effekten. Und das schon auf der PlayStation 4, Xbox One und PC ist das gute Stück auch rausgekommen. Ja, und da kann man dann hier schon bisschen was einstellen, Regentropfen und sowas, das ist alles, also kann man alles so schön einstellen. Ein bisschen was habe ich eingestellt, weil es aus war und was kann man noch so Schönes dazu sagen? Gameplay, ja, wie soll ich sagen, eine Dame oder die Boxencrew redet durch den Controller von dem PS4-Controller mit mir. Also das wird man nachher so ein bisschen hören, hört sich eigentlich relativ gut an, aber halt für ein Let's Play ist das halt relativ scheiße. Aber ich habe es nicht gefunden, dass man es ausstellen kann. Und, warte, was war noch gewesen? Ach so. Und hier wird alles in Meilen pro Stunde angegeben. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich halt das gerne in Kilometer pro Stunde haben würde. Aber gibt es leider nicht. PS wird angegeben. Und nicht HP. Finde ich auch ein bisschen komisch. Na gut, okay. Aber eigentlich ansonsten sehr gut. Ich habe es mir schon mal angeguckt bei Regen und bei Sonne. Da sieht es auf jeden Fall sehr geil aus. Bei Regen auf jeden Fall sehr, sehr geil. Dann halt auch aus der Cockpit-Perspektive, was richtig geil ist. Dann gibt es zum Beispiel noch so coole Features wie, wenn man auf der PS4 soll ja irgendwann mal noch so eine, wie soll ich sagen, so eine Virtual Dingsbums da geben, was Virtual, Virtual Rift, ne, wie hieß das denn gleich? Ja, ich denke mal, viele kennen das. Also halt so eine Brille, die man sich so aufsetzt und dann kann man halt mit der, wie sich, wie so eine Art bewegen, hin, rechts und links. Das soll halt für die PS4 auch noch kommen. Project Morpheus soll das gute Ding heißen. Das kann man hier bei dem Spiel definitiv dann später auch nutzen oder nutzen, soll man nutzen können. Was kann man noch so sagen? Es gibt wohl bis jetzt wohl bloß 79 Karten. Ich glaube, eine konnte ich mir noch runterladen. Und noch irgendwie in Lack-Pack. Also verschiedene Lacks für die Autos. Aber ich denke mal, ich laber hier einfach mal nicht weiter rum und du einfach mal. This is your chance to follow in the footsteps of your favorite racing heroes.
Create a driver. Choose your starting point. Das macht das mal weg. Also das steht eigentlich unten immer alles da. Historische Ziele von 0 auf 100. Gewinne die LMP One World Championship innerhalb von 10 Saisons. Okay. Muss auf Stufe 8 starten. Okay. Lewis Hamilton begann als Kartfahrer und führte seine Rennkarriere mit International A, Formula A, Formula Renault, Formula 3, GP2 und schließlich in die Formel 1 fort, in der er 2008 im Alter von 23 Jahren der damals jüngste Weltmeister aller Zeiten wurde. Aha. Historische Ziele, okay, Titelverteidiger, verteidige eine Meisterschaft 3 Jahre in Folge, muss Stufe 2 oder höher sein. Der siebenfache Weltmeister Michael Schumacher dominierte die Formel 1, seitdem er 1991 seinen Einstand gab. Bis zum heutigen Tag hält er viele Formel 1 Rekorde, unter anderem für die meisten Meisterschaften. Die meisten Siege, die schnellsten Runden, die meisten Poles, die meisten erzielten Punkte und die meisten Platzierungen auf dem Siegerpodest während einer Saison. Mhm. Also sind eigentlich so, die könnte man eigentlich schlagen, sagen wir es mal so. Dreifache Krone, gewinne 3 Meisterschaften in 3 verschiedenen Motorsportdisziplinen. Ah. Travis Pastrana ist in seiner Karriere bei einer Vielzahl von Motorsport-Events erfolgreich angetreten. Pastrana fuhr die NASCAR Nationwide Series und hat vorher Meisterschaften und Auszeichnungen für Rallye, Motocross, Moto X Freestyle und Sportwagenrennen gewonnen. Okay, Vorname und Nachname. Ein cooler Vorname. Auf jeden Fall, ich würde einfach mal sagen, Franz. Franz und Franz Walter? Nee, Franz Röder nennen wir uns einfach. So. Franz Röder. Spitzname? Der Röder. Einfach nur der Röder. So. Röder, jawohl, so. Nationalität. Röder ist natürlich eindeutig, kommt ja aus Deutschland. Und die Startnummer hat er gerne. Was hat er denn gerne für eine Startnummer? Eigentlich die 1. Röder will immer die 1 sein, so. Ich quatsche wieder, ich mach das einfach mal weg, weil das stört irgendwie. Okay. Ich denke mal, ich muss bestimmt erst alles das schaffen, um dann hier mitzufahren. Aber ich guck mal kurz, was es alles gibt. Das ist also alles Kart, das ist auch Kart, das ist alles Formel. Das ist Touring Cars, das sieht aus hier wie Renault. Was gibt's hier noch? Also schönes Grand Touring, Touring Series. Aha. Ich würde mal gerne eigentlich das hier mitfahren. Kann ich das? Okay. Aber so unterschreibt aber Röder nicht. Guten Tag, Franz Röder. Es wäre uns hier bei Rockford Rennsport eine Ehre, wenn Sie unser Angebot nächstes Jahr für uns zu fahren annehmen würden. Rockford Rennsport behauptet sich seit mehr als 38 Jahren im Wettbewerb Renault UK Clio Cup und bietet eine große Familientradition und Offenheit. Unser Ingenieurteam arbeitet bereits auf Hochtouren, um unsere Renault Clio Cup weiter zu verbessern. Und wir glauben, dass wir mit Ihrer Hilfe und Kompetenz hohe Erfolgschancen in der nächsten Saison haben werden. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir hoffen, bald von Ihnen zu hören. Ach, hier gibt es verschiedene. Ach, hier gibt es zwei. Valor Racing. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie in der nächsten Saison... Okay, aber schreiben... Die schreiben immer was anderes, was ich schon mal ziemlich gut finde. Okay. Wir, okay... in einer ausgezeichneten Position befinden und große Erfolge. Eigentlich, was ist denn das? Finde ich ziemlich cool. Kart Run. O2. Oh. Die schreiben immer was anderes. Finde ich voll cool. Pass auf, wir machen einfach mal Kart Racing. This is where many successful racing champions started out and a great place to learn the basic principles of competitive racing. You'll start out in a short national series, followed by the Entry Karts Championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top 8 finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time.
The pit lane is open for refueling, repairs, and tire changes. It's time to start your karting career. This is your career dashboard. Here you can read. Redet schon wieder mit mir. Das Coole ist, man sieht rechts. Man hat, man kriegt so, wie soll ich sagen, Fan-Nachrichten. Oh, wir haben sogar einen Posteingang. Ja. Okay. Hier ist Andrew Tudor, ich bin der nächste Tag dein Renningenieur. Das letzte Jahr war schwierig für uns. Aber jetzt, wo wir unseren neuen 125 Kubikzentimeter Shifter-Kart haben und du ihn fahren wirst, stehen die Sterne gut für die bevorstehende Saison. Ich werde da sein, um sicherzustellen, dass sich dein Wagen immer in einem Top-Zustand befindet, um dass die Boxencrew gut ausgebildet und bereit ist, ihren Job auszuführen ist. Der Rest liegt in deinen Händen. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt, aber ich weiß, dass du gute Arbeit leisten wirst. Also raus mit uns, lass uns ein paar Runden fahren. Okay. Aha, okay. Wir sind hier, um zu gewinnen. Also sag uns einfach Bescheid. Okay. Okay, okay. Boah. Okay. Was ich sagen wollte, hier rechts habe ich so von Fans so Nachrichten gekriegt, der Countdown für das Erfassungs... Okay. Okay. Das finde ich echt cool. Wagen-Setup. Ich bin ja jetzt nicht so ein Freak, der jetzt hier jeden Scheiß einstellen muss. Also, eigentlich will ich bloß fahren. Oh, nicht so viel reden. Ruf Nachrichten und Rennergebnisse haben. Okay. Okay. Ja. Ah, okay. Es sind drei verschiedene Rennen. Und es gibt ein Sprintrennen und ein Hauptrennen. Was eigentlich schon gesagt hat. Okay, ich möchte gerne teilnehmen. Sitzungsdauer? Okay. Gegnerstärke? Mach mal das hier. Zack. Glänzerin East. What the fuck? Sieht aber eigentlich nicht mehr so schlecht aus. Ein bisschen, ein Hauch enttäuscht bin ich wirklich. Ein Hauch enttäuscht bin ich wirklich vom Spiel. Es könnte grafischer noch ein Hauch besser sein. Ich meine, gut auf PC ist das Ding bestimmt ein übelstes Brett. Also, wenn wir da... Ach, musst du schon mal mit mir reden? Daniel Breitschaft, Erich Hoffmann, Kernstein Carlin, DeBilly... Okay, auf dem Kurs. Ich will auch fahren. Los. Oh. Nee. Ja, so will ich fahren. Oh. Oh Gott, das will. Oh Gott, das will. Oh Gott. Das ist wirklich. Rundenzeit ungültig? Wie? Boah. Boah, rutscht aber auch extrem. Bleibt er nicht immer gleich ganz stehen? Rasenmähermotor. Oh, eine huckelige Strecke. Weg. Oh, der rutscht aber unter raus. Hey, zieh nach links. Oh, was nu? Jetzt habe ich bestimmt gar nicht gekriegt. Hey, dritter? Weiter? Here you can see the race results. Hä? Ich war wirklich dritter? Ja! Okay. Ich hätte zwar gedacht, ich habe nichts gekriegt, aber okay. Fahr ich schon? Nee. Das
Ach, hier ist... Hä? Fliegender Start oder was? Alles frei. Yeah. Okay. Weg, 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 weg. Dreh doch mal um. Boah. Komm schon. Nicht wieder nach rechts führen. Ey, willst du mich veralbern? Ey. Bisschen konzentrieren mal. Wieder abgekommen, das ist ja blöde. Und hier? Wie? Ha! Aber ich verstehe nicht, warum das dann da steht hier, Rennzeit 1:35? Hm. Runden 3. Ah, jetzt kommen die anderen alle. Okay, 10 Sekunden später. Ah, okay, gut. Warum Neustart? Ich will weitermachen. Ja, Punkte. Juhu. Ah, okay, okay. Aber die 3. Schnellste Zeiten. Was? 33 Sekunden? Okay, na gut, okay. Verstehe ich zwar nicht, dass ich dann Erster war. Project Cars. Aber Go-Kart fahren ist nicht so mein Ding. Bin ich kein Fan. Oh. Franz Röder an der Spitze im Wettbewerb. Kart 1, Runde 1, Eichhoffmann. Okay.